Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu New Pokémon Snap. Wir befassen uns heute mit dem Auftrag Unnachahmliche Edelgans. Und das Ding ist wieder so ein, ja wirklich bockenschwerer Auftrag, das herauszufinden oder hinzubekommen, dass unser Cleopatra, was wir ja hier sehen, genau das macht, was Rita hier sagt. Nämlich sie hat gesehen, wie Cleopatra auf seinen Hinterbeinen steht. Leider habe ich das aber nicht fotografieren können. Ich würde es so gerne noch einmal sehen. Also Aufgabe klar, wir sollen das fotografieren. Und was wir dafür alles machen müssen, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Wir befinden uns im Dichterdschungel Bellos bei Nacht und wir müssen das Ganze auf Forschungslevel 1 machen. Also je nachdem, wo ihr seid, wechselt mit der X-Taste ganz einfach das Forschungslevel, um die Erkundung zu beginnen. Auf dieser Strecke müssen wir Cleopatras versammeln und alles aus unserem Repertoire einsetzen, was wir haben. Samtapfel, Lumina-Kugel und Melodie spielen, um alle möglichen Cleopatras zu versammeln und dann das benötigte Foto zu schießen. Das erste Cleopatra ist dieses, was hier oben erscheint. Das werfen wir ganz einfach mal mit einem Samtapfel ab. Dann verschwindet es hier nach rechts. Als nächstes müssen wir hier hinten Arbok einmal vom Baum runterwerfen. Das hatten wir in einem anderen Video schon mal gemacht. Und zwar, damit das Cleopatra, was jetzt hier hinten steht, wieder verschwindet. Da ist es, zack. Und es rennt hier weg. Jetzt erscheint hier gleich ein anderes Cleopatra. Hier, dieses. Und das müssen wir mit einer Lumina-Kugel abwerfen. Damit auch dieses verschwindet. Ihr seht es jetzt. Da ist es. Und dieses verschwindet jetzt auch nach hinten. Da hinten seht ihr. Ist es weg. So, jetzt wird es ganz konfus. Jetzt müssen wir uns einmal umdrehen. Wichtig ist hier dieser Baum. Also nachdem ihr Cleopatra, ihr habt ein bisschen Zeit bis hier ungefähr, könnt ihr es immer abwerfen. Kommt dann hier auf der Seite der Baum, hier oben sitzen zwei Bubungos und die müssen wir zum Leuchten bringen. Das machen wir mit der Melodie. Und jetzt erscheint hier oben ein Cleopatra, dort. Und dieses springt jetzt hier runter, zack, und rennt auch nach hier hinten. Somit haben wir jetzt alle Cleopatras versammelt, die wir brauchen für das Foto. Und jetzt müssen wir nur noch warten und wartet da ruhig ein Weilchen, damit ihr ein gutes Foto schießen könnt. Wir warten jetzt, bis hier alle Cleopatras sich versammeln, die wir gerade eben sozusagen aktiviert haben. Und dann werfen wir dieses Cleopatra hier mit einer Lumina-Kugel ab. So, da kommen sie alle. Jetzt stehen sie hier alle sich gut gegenüber. Jetzt müssen wir nur treffen. Und jetzt kommt gleich das Bild. Und das war's. Und jetzt verschwinden sie auch alle wieder. Deswegen, ihr habt nicht allzu viel Zeit. Foto aber hoffentlich im Kasten. Und dementsprechend geht es weiter mit der Bewertung des Professors. So, das 4-Sterne-Bild vom Professor wird bewertet und damit habt ihr wie immer die Aufgabe erfüllt. Damit haben wir das Foto im Kasten und diese Aufgabe erfüllt. Boah, danke, es ist total schön, wenn es so aufrecht dasteht. Ja, gar nicht so leicht, dieses Bild zu bekommen. Aber ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Ihr habt das Foto jetzt auch im Kasten. Abonniert den Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da. Ihr kennt das Spiel. Herr Arbeit bedankt sich fürs Zuschauen und hofft, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin.